Guten Morgen, alle Gottesdienstbesucher. Ich danke dir von der sehr willkommen zu unserem Missionssendung. Wir freuen uns, dass die gekommen sind, einmal mit der Harche. Wort von der ersten Tag in der Mission, im Reich Gottes getan, wort geschafft. Und von der hier ganz besonders durch, was hat Gott. Wer wird Gott in der verschiedensten Orten wie solche Transaktionen? Was wird Javi für Gott solche Transaktionen dünnen? Das Programm wird von der Mission ausgeschüttet als sonst. Wir waren drei mit was berechnen. Ich war von der allgemeinen Arbeit von der Transaktionen, was sei. Wir waren einen kurzen Videoclip checken. Willi Theus, Koordinator von der Gefängnisarbeit, wird die Gefängnisarbeit berichten. David Arre, der wird eine Botschaft bringen, anhand von der Bibel, aber auch von Erfahrungen, was er berichten. Also, Jans, willkommen hier, weil wir die Menschen hier mitnehmen in der Arbeit, was Gott der hier tut und der uns tun kann. Um ein, wo wir auch nach die Lehne geben, eine Kleidte, er wollen eine Kleidte geben, und du darf ich dann so geben, was Gott dir dann sagt, dass ich geben darf. Er muss sie geben kennen. Auch diesen Blasorchester, willkommen hier, wir wollen auch noch Typen singen, weil wir diesen Gottesdienst gemeinsam gestalten. Wenn wir für Gott arbeiten, wenn wir im Reich Gottes tätig sind, in den Maßstäben haben, was die Welt hat, dann fühlen wir so manchmal eine Ungerechtigkeit. Wir fühlen uns, wie man rüt fahren, während die anderen in der Fans fahren und arbeiten. Wir müssen den Gottesdienst gestalten, und der andere vor der Ausflug merken. Wir kriegen betont, der andere kriegt nicht betont. Und so ich habe ich dann dort wieder fortführen. Und ich denke, wichtig ist, dass jeder für sich erkennt, wenn sie in der Abkur ist, wenn sie im Bereich ist, aber dort wir nicht einmal dort tönen, was der andere, was Gott für den anderen gemerkt hat, und uns zu abhängen. Nun fangen wir eine sehr ferne Geschichte, ein Gleichnis, in Matthäus Kapitel 20. Und ich möchte hier uns einmal verlesen. Matthäus Kapitel 20 von 1, was sagst du? Und ich würde verlesen und nicht viel zu sagen. Aber hört einmal, was hier geredet wird. Von den Arbeitern im Weinberg, als die Überschrift. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er sich mit den Arbeitern auf einen Denar als Tagelohn geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und er ging um die dritte Stunde hinaus und sah andere auf dem Markt untätig herumstehen und sagte zu ihnen: Geht ihr auch in den Weinberg? Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Wieder ging er hinaus um die sechste und um die neunte Stunde und machte es genauso. Um die elfte Stunde aber ging er hinaus und fand andere untätig herumstehen und sagte zu ihnen: Was steht ihr in den ganzen Tag untätig herum? Sie sagten zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen: Geht ihr auch in den Weinberg und was Rechtes werdet ihr bekommen. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter: Rufe die Arbeiter und gibt ihnen den Lohn und fangt bei den Letzten an, bis zu dem Ersten.
Da kamen die, die um die 11. Stunde eingestellt worden waren, und jeder bekam einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen, und sie bekamen jeder einen Denar. Und als sie den bekamen, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze ertragen haben. Er antwortete einen von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden um einen Denar? Nimm, was dir gehört, und geh. Ich will aber diesen Letzten genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und in dieser Geschichte wird uns horchen, dann einen anderen Mutschlag nehmen, dann sollen wir all, dass wir euer Reich. Und was ist Gottes Genot? Für ganz am Ende, er hat ganz in der Stadt, er hat im Gefängnis, du warst der Mensch, Rodgemöck, und dann kommen wir den Weinberg, und ob er den Matthäut hat, was er lang her ist. Und dort erlebe ich so ein Völke. In der Transchalkommission zu arbeiten, und du von Valian von der Meier-Onhar hier. Lass uns gemeinsam beten. Gerechter Gott, Vater im Himmel, Dankeschön für den Frieden im Land. Dankeschön für deine Gnade. Danke für deine Berufung. Danke für deine Gerechtigkeit. Danke, Herr, dass du Herr bist in diesem Weinberg, in der Gottesreich arbeitest. Und ich bete Jesus, dass uns halbst an die Uhr, solche Rechte, Ütterrechte, dass wir mit deiner Uhr tätig können. Und dass wir nicht durch ab Ütter sind, irgendwie wir ab Norden wies, ab dieser Uhr, die Rechtigkeit schaffen, was nur unser Mordstag ist. Ich danke dir, Herr, dass du Menschen beräubst, die manchmal auch weit allein wären, in deine Strecke kommen. Und dass wir mit solchen Menschen Tipp arbeiten können, dafür danke ich dir. Mein Wunsch und Gebet ist, dass das Gottesdienst tut, deine Macht, dass dein Reich ab dieser Jahr gebührt wird, dass dein Name geehrt wird und dass du verherrlicht wirst. Lass alles, was hier passiert, dass deine Verherrlichung und Ehre geschehen. Im Namen Jesus bereite mit Danksagung. Amen.
Diese 13 Lokalvertreter, die bilden das Komitee, aber Rüdkunde oben sind endlich andere Menschen, das sind Koordinatoren, wie die können dann entweder die Pastoren begleiten, er in den Gefängnis arbeiten, er Medienabteilung, das Musik merken, er Zeugnisse, er Programme für Television, er für YouTube. Das ist sehr breit und schwierig ein paar Worte erklären. Da werden wir uns die jeweilige, dass wir einmal Karttöpfe vor der Leute in jeder Beziehung mitnehmen können und diese Missionsarbeit ein bisschen teilhaben lassen wollen. Die Ziele von der Transchaco-Mission sind, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, so aus der Heiligen Schrift ans Lied, dass wir dem Sünder bekehren, er hat die frohe Botschaft bringen können, um dort Menschen Heilung und Freiheit erleben können. Hier soll ich ein bisschen wer in dieser Koordinatorenarbeit beteiligt ist. Das ist einmal Adi und Susi Freus, die arbeiten in der nördlichen Zone, Willin Wander in der Gefängnisarbeit, Alfredo Miranda mit Rudi und Lydia Dick in der Zone vom Chaco. Dann habe ich David Theus und Erik und Sonja Guzman, die sind in der Medienabteilung tätig, und Albert und Bertha Funk, Koordinatoren von der südlichen Zone. So haben wir uns die Arbeit ein bisschen eingeteilt. Aber wirklich habe ich rund 100 Mitarbeiter, die wir direkt oder indirekt Kontakt haben. Und doch, muss ich sagen, wir haben keinen Menschen, der sagt, meine Arbeit steht als Transchaco-Mission. Alle, die arbeiten, die fahren, das ist von hier aus, die fahren unentgeltlich. Und alles Geld, was wir treibkriegen, geht, du hast, dass Menschen auf dem Fleck mit einer Möglichkeit kriegen, entweder Brennstoff, oder ein bisschen von der Merienda, ein bisschen was essen, kaufen können, oder ein bisschen was haben, damit sich bewegen. Du tust jetzt das Geld, was wir wirklich da geklagt haben. Und wenn wir extra Spenden merken, dass heute vielleicht ein extra Projekt merken, dann kommen wir in Frau, wo ich die Wahl für das Projekt speziell spenden. Wenn es Transchaco-Mission ist, kein soziales Hilfswerk, sondern das, was geistliches, wird wiederbringt. Und daher muss wir mit abhören, wie viel Sozialarbeit wir tun. Und der Physik wieder noch einmal mit begrenzter Hülle. Und doch, da wieder. Aber dann wird die dann nochmal extra spenden. Die Transchaco-Mission, wenn die hier mal das Bild kicken, dann wollte ich vielleicht wenig heute mit das anzufangen. Aber weil ich das Kart einmal ein bisschen erkläre, um dort die vielleicht mit mitkommen und wenn ein Dilemma oder wenn ein Anfang wie arbeiten. Die sollen auf das Bild Schilder, die sollen eine Brei, die sollen einen Fluss, die sollen einen Kilometerpol, ein Hus, Tankstelle, Schule, Kirche, Gefängnis, und so weiter und so weiter. Würde man noch viel mehr nachmolen können. Mir ist, oder uns ist wichtig, dass diese Brei, was die durch ihren Fluss sein, dort symbolisiert die Gemeinde. Was will ich damit sagen? Das sagt, dass wir immer die Gemeinde rückkommen wollen, das Evangelium zu verkünden. Wir haben da ab dem Weichbrück wie Schilder, wir brücken Anweisungen, wir brücken Menschen, die uns orientieren. Der sagt uns vielleicht einmal was und wieder dünnen wir nicht mehr. Aber der sagt uns was. Und dann orientiert er uns. Kreuz ist ein Schild, das bleibt eine Stunde. Das hat sich in der Arbeit wieder für den nächsten Kreuz. Er ist eine Menschen und er kommt weich in der Bede da. Der begehen wir. Wir sind in Autos, wir haben Menschen, die Probleme haben, begehen wir. Wir haben Menschen, die fahren. Wir haben Menschen, die eine Schule, Traktoren verteilen, die Kurse geben. Wir haben Menschen, die Gemeinde begleiten. Wir haben Menschen, er begehende Menschen, die desorientiert sind. Und sei vielleicht hier ist ein Camino sin Salida, hier muss ich zurückkommen, eine Gefängnisse,
Arbeit wie. Dann sage ich, die Wahrheit wieder. Und die hielt euch ab. Das bedeutet sehr viel, dass wir unterwegs sind. Und während wir unterwegs sind, habe ich verschiedenste Abkühl. Das hier das dann so sein. Was wichtig ist, als die Fahrschworte in Johannes 14 saß es, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und diese Botschaft, die darf niemals variieren. An allem, was wir tun, auch so verschiedene Arbeiten, verschiedene Orten, verschiedene Gowe, was wir ansagen, was wir brücken, die dürfen niemals nicht einen anderen Weg nehmen als diesen. Jesus Christus ist der Weg, ist die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, dann durch mich. Und das mache ich, werde ich auf verschiedensten Orten fördern und durch die Brücke in die Gebete und in die Begleitung. Wieder wollen wir uns einen kurzen Bereich anhören von Willi. Willi ist in der Gefängnisarbeit tätig. Da ist im Moment ziemlich viel los, der Gefängnisarbeit. Und bitte schön, Willi, ich werde ihn jetzt wieder drehen. Ja, guten Morgen. Ja, wenn wir nochmal anfangen, das erste ist nur, weil ich einmal ganz kurz die Situation in Paraguay, wir haben im Moment über 17.000, mehr 17.500 Gefangene, das ist am Stehen der Zoll, das ist schon da zu machen. Und auf diesem Bild sehen wir nun, wo wir mit dem neuen Minister, wir haben ihn getroffen, auf Bad von RSSC, weil wir eigentlich alle christlichen Organisationen, die an den Gefängnissen arbeiten, da machen wir die mal alle Teile, dann kommen wir auf die Tiengruppe Teile zu bringen, dort kommt ein Minister an, das wird organisiert. Die hat, was hier auf fähige Menschen durch Fehlers wird, mit dem Bad, jeder Gefangene braucht Jesus, eine Begegnung mit Jesus, anders werden die Probleme nicht gelöst. Und von dort aus habe ich Stufe für neue Herausforderungen, die ganze Gefängnisarbeit mit Amt zu koordinieren und uns da Tipp zu führen aus christlichen Gruppen. Und dort arbeiten wir mit Hand. Wir haben einen sehr guten Kontakt am Anfang mit den Ministern, sodass wir bleiben. Und diese Einladung, die von der Regierung kommt, darf ich nicht ignorieren. Wir sind gefragt, da wieder zu schaffen, dann anzukommen. Hier sei wie wo wir Lehrbücher, das sind Andachtsbücher mit Erfahrungen von Gefangenen, was die erlebt haben, was direkt dem Gefangenen anredet an seine Situation. Da hat wie Tieren diesen Bücher von USA kommen, von der Welt, von den verschiedenen Städten Zeugnisse geholt und so eine Bücher gemerkt. Und das frisch eine Sendung hier weiß von Tieren, die sind so, dass jeder Gefangene soll an seinen Biognomen kommen können, was ihm Orientierung gibt mit dem Bibelfest. Hier sind wir dann im Gefängnis. Da sind verschiedene Aktivitäten, in diesem Fall Gebetsstunde, da Lehrkurse, was dann immer dorthin kommen. Dort. Sieht man. Hier ist Porvenir, jetzt in San Pedro. Das ist der Pavillon, wo Tranchaco angefangen hat, aus dem einen Pavillon bei zu arbeiten und mit Taufasten und so was. Von wo ist das Ganze dann? Wo wir von der dann am meisten ganzen, bueno, wir können am ganzen Land lernen, bloß wir können das lange nicht alle aufdagen, das ist der Fehler. Taufasten, wir haben das Jahr über mehrere Taufasten da geführt, sind nur frische, was da was einmal sind. Da hat sich sehr viel. Wir sind erstaunt, weil die Menschen so up sind, weil die sind hungrig, die merken sich reitem wieder. Da die Welle was anderes. Das meint nicht alle, aber sehr viel, was der Erkenntnis schreien, dass diese Pastorenbegleitung das Ganze impactiert wurde. Noch einmal für ein Pavillon da, dass wir aus der Ehe wert warten, dass uns die Ehe wert. Kart, Porvenir, das ist die Nummer, was wir uns jetzt gesagt haben. Jesus ist bei dem Kommen, weil wir schaffen. Das hört nicht ab.
Hier ist, wo wir eine Kapazitation machen, dass jetzt auch in dieser Richtung kriegt, wo wir eine Regierung aus dieser Tieren verschiedene Gruppen haben, arbeiten. Dort kriegen wir eine Kapazitation. Wir hatten vom Mittelland Menschen, da wird uns zu schlecht halten. Und da werden zwei Dinge eine Kapazitation, wo wir einfach reingemacht werden, mit ganz gezielt mit dem Markus-Evangelium. Das ist eine Form von Flat-Studium, eindeutig mit Lektionen. Und wird ganz intensiv, da ich habe, wird eine Gruppe, in der Teilgruppe entstanden, war eine neue Gruppe. Dort ist ein Land, und die ganz interessanten Zeugnisse hat wie Kolumbien. Der hat die Rotsfahrer-Pandemie mit dem Eier gefangen, und wie es dann China nennen darf, und welche sich dann im Gefängnis, wie es in der Gruppe in Niederländischen stünde. Da sind große Zeugnisse, was da alle passiert ist, da ich dort. Und mit der Arbeit wie in Paraguay. Wir haben von der im Moment mehr als 600 Menschen, die Kurse nicht durch haben, vom April angefangen. Und das Ziel ist, dass wir dieses Jahr 1200 Menschen, die ich diese Kurse durchtragen wollen, oder wenn sie was angeboten waren, dass sie normal wieder rankommen, wieder von der Mensch hoffen können. So, ja, danke schön. In diesem Fall, ich will kurz einmal noch ein bisschen Zeugnis verteilen, was in San Pedro im frühen Gefängnis passiert. Du hast ein M-Männer-Pavillon den ganzen Hof, du hast eine kleine Aufteilung für frühes, das sind normal zwischen 15 und 20 frühes, was da sind. San Pedro del Iquam in die US, im Volksmund, dort die Gefängnis, oder da wird das letzte Dreieck aufgeschoben, dort ist mit aufgelegt, einfach, was anderes in die Handpost, wurde da geschoben. Du hast verweihnachtet die Kapellianer, die eine Bibelschule in Guadivi arbeitet hat, die hat angefangen, ein intensives Studium zu machen und mit den Frühen zu arbeiten. Wir haben da allerhand erlebt, aber nur ganz kurz zu einer, das ist eine Früh, die alle am Tag im Buhl längere Zeit war. Der Mann ist auch in San Pedro, seit Anfangsjahr in San Pedro gebracht, und die Lisa in Bettbeine, der Kenia sind bei Oma. Die kommen aus dem PCC-Clan, von der PCC, das ist die Kommandogruppe von Brasilien, die viel Unheil eingestellt haben. Die früh haben das nicht einmal erkannt, dass ein leichter Typ von der Tür ist, sehr dominant. Die haben diese Pastora Sarah Florentin, die haben sehr viel gesagt. Das Leben ist allmählich gemerkt, denn eins von ihr einmal, Sarah hat eine besondere Gabe, auf Menschen anzugehen, und sie hat sich einfach ganz speziell für diese frühe Arbeit, sie ist schon viele Jahre in die Gefängnisarbeit unterwegs, aber hier in San Pedro ist sie seit 10 Jahren, was sie intensiver nicht mithält. Und einfach, Gott hat einen Plan für die, Gott räumt die, und die will die sehen. Und eins von ihr hat euch schlau, Der hat die Frühe gehört, sei erst da Berne. Im Moment sind sie 8 Frühes, da sind beide Gruppen, da sind vom Clan Rotela auch das, wenn sie dort, der Clan, dort darf niemand selbst anhand, der sich manche Männer kennt, wie das für alle, ich habe das bei den Frühes niemand selbst mitgekriegt. Und wenn die dann kommen, sich einfach an den Hohen der Höhle haben und verklappen und allerhand, das kann ganz häufig gehen. Erste Leiterin von ihrer Gruppe, der hat sich bekehrt, der hat das gepackt, da ich die Bibelstudien nehme, der hat nur, dass er eine Dreiweit trägt, kriegt die Nofrau, oft das wird mehlig sein, der muss getauft worden, und der ist in ihrer Gruppe, der hat das nicht ganz klar, das Bibelstudium, das ist China, was er sagt, mit der Kopf war er dann nicht, hier sind wir alle bei. Was ein sehr großes Problem ist mit den frühen Pavillons, da wurde so sehr viel missbraucht als Prostituierte für die anderen Gefangenen, wo dann bezahlt ist. Und da fangen sie an, sehr jähen zu hüllen. Und dann steht dort dann einfach, dass wir nicht der letzte Weg, dort haben wir ziemlich Rebellionen gegeben. Einfach, die bleiben träge, wie wir das Bibelstudium haben, Gott will was anderes. Und sie wollen nicht, da sind ja noch mehrere andere, die auch mochten getauft worden. Und diese Frau hat er klar, wenn ich ist getauft sie, ich will mich auch regelreich mit meinem Mann befreien. Der Mann ist in unserem christlichen Pavillon.
der hat irgendeinen Schädling getroffen, der will sich dort befreien. Sie sind Bandmitglieder vom PCC-Clan. Dort ist für uns wird geräutet, weil sie waren dort schon die Gruppe nennt, und dann der Mat bloß wieder was ausbrechen. So, wir danken für Ihre Gebete, und du hast auch viel zu tun an dem Sinn, aber Gott wird dort. Dankeschön. Guten Morgen. Satjend einmal gemütlich durch, das wird nicht viel erwartieren gehen. Ich kann da ganz ruhig sein, du Eva. Wenn die vom Gefängnis hier, dann glaube ich, ist das klar, du hast das mit viel Schwierigkeiten zu tun. Mit Menschen, die erleben, das Witzte einfehlen, wenigstens all das Schlechte gebracht hat. Aber wir haben in Johannes ein Versprechen, was Jesus selbst gejift hat. In Kapitel 14 wird schon was erwähnt, dass heute war es in das Leben Jesus Christus. Aber Jesus hat gesagt, nur Vers 21, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihn offenbaren. Wenn wir die Predigt bringen, brücken wie die Menschen, muss so Ram gesagt, nicht überzeugen. Wir brücken denn nicht drängen. Wir brücken bloß sagen, woran wir mit Jesus leben. Und wenn dem dort irgendwo bewegt, dass er dem Gott sich taubandet hat, dann wird Jesus sich selbst den offenbaren. Das lud ich offensichtlich ab uns wirken. Wie es dort wird, du, wo wir gar nicht bekennen, menschliche Seine, willst du wie so ein Leben aus den Gefangenen, Rotella, und würde du dann alle heute, das weit wie gut, wie wir den ankommen sollen, weil ich manchmal voll wie uns da so helplos, nicht? Aber wenn wir die Botschaft von Jesus Christus da bringen, dort sagen, dass er für ihre Sünde auch gestorben ist. Und dass er auch abgestorben ist, und damit ist das klar, er ist in den Himmel gefahren und er wird für uns weiterkommen. Die Botschaft, die brücke wie alle, nicht bloß die, die im Gefängnis sind. Und ich möchte ein klein bisschen dicht beikommen. Ich glaube, wir haben alle mal eine Touristengruppe gesehen. Wenn die da einen Vierer haben, da lautet eine Frühsahne, die geht ein bisschen vorab. Und dann kommen die, wo dort Säune in ihre Welle, wo dort passiert, die kommen hier dann mit. Und ich sage, gleich lang drei dort bei der Förderfabrik, sind auch so eine Gruppe, wie eine Bus voll gekommen, und sind mit dem Touristenführer mit. Und dann wären dort vielleicht fünf oder sechs, die bleiben ganz dicht bei dem Leder dort. Die wollen dort kreuz seine Wüde haben, wie sie würden, die wollen dort auch ihre Worte dann erklären würden. So ungefähr wie dort mit Johannes und Petrus damals mit der Jesus-Nachfolge. Die bleiben ganz dicht bei. Und übrigens hatte die nachher auch eine ganz besondere Abgabe für Jesus, für das Wort im Evangelium. Aber dann sage ich bei der Gruppe, wir gingen da mit einmal in einen Raum nennen, die Vierer vorab, und dann die ersten fünf saß, die gingen dann kurz mit. Da hast du ein bisschen Lüd bei der Fabrik, wer du hier warst, das chantet. Und dann bleiben du ein Mondchen so ein bisschen wieder hängen. Die wollen so eine Wude, die unter der Gruppe läuft, so viel dich bei wir sind. Aber sie bleiben ein bisschen wieder hängen. Dann gingen die dort nach Roma ein, und eins wäre hier nach Büte.
En hörde de att jag telefondraken redde de att de andra arbetar. Varför blev jag kriade där nog med från dort vad det lärde där sagt. Och jag vill nu inte över de människoslacht redde. Jag måste i en mig från de och de fräustalen. Men Jesus, de lärde oss från oss als Christen. Wer dich bei diesem Lehrer bist du von dir? Hältst du dich ganz dich bei Jesus ab? Und kriegst das mit, was er will haben, was er erklärt, der ist sein Wut? Oder bist du vielleicht ein bisschen hängen geblieben? Dort andere Sachen mit einmal aufgelangt haben vielleicht? Oder bist am Platz mit einmal auch Bütte geblieben, hast du eine ganz andere Beschaffung. Na, je warst best, je du da aber auch, meinte die Touristengruppe. Und wir dort nicht mal als Christus ist dort betätigt. Wenn wir als Gläubige, wir waren zu dem Körper Jesu Christi geteilt. Wir sind durch Nen getauft worden. Und dann haben wir uns am Anfang besonders, haben wir uns gut damit beschäftigt. All day, was sich durch einen Taufe lute, aber vielleicht auch, weil wir durch einen geboren sind und wir sind eine christliche Familie abgewachsen, hier zu fügen im Zeugnis. Das ist wunderbar. Aus Jesus, noch Kapitel 2 an Lukas, aus heute, das erste Mal wahrscheinlich beim Tempel, wir mit 12 Jahren. Dann lesen wir durch, dass der Ältere wäre all drei gegangen. Das wird dann vergessen, dass die Mutter ging dann all mit den Kindern aus. Und der Vater, der bleibt dann auch ein bisschen länger. Das ist bei uns auch manchmal so. Dass der Vater dann auch was andere Gespräche hat und die Mutter geht all. Aber dann jeden Abend waren sie an Jesus, wie nicht mit Mutter, auch nicht mit dem Futtertyp. Und sie sieht den Arm. Er hat sich da verwählt, er wurde durchgefangen, dass er sich mit dem Wut beschäftigt hat. Und er fing dort, dass er geht über Leide, Frau stahlt. Und er hat bemerkt, Junge, ich glaube, mit dort ab Hauskreis oder auch das von der auch, sei wie man dort verglichen. Aber hei wir unjadon, hei ging dann mit der Älteren mit. Dann ist da noch eine Bemerkung in Vers 52, sagt er dann, dass die Mutter bewohrt all diese Wied, wo sie untereinander geredet hatte. Und dann sagt er aber, von Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter, und Gunst bei Gott und bei Menschen. Ein Leib Christi, eine Gemeinde, ist zu verglichen mit dem, was hier von Jesus gesagt wird, dass wir den Wachstum brücken. Er war eine Weisheit, wie er gelernt hätte, so ist er dort im Tempel auch am Gespräch wie, dass er im Rechen Umgang mit der Wut dort praktizieren dort. Nicht bloß die Theorie wollte, sondern dort er dann wisst, was er damit soll. Und dann sage ich dort am Alter, wenn wir eine Gemeinde sind, wenn wir dort mit den Charpa verglichen, das Alter kommt nicht von allein, sondern wir brauchen, dass wir Nahrung haben. Wir brauchen, dass wir einen Tag haben. Wir brauchen das Wirtschaftliche. So ist es mit der Gemeinde auch. So ist es mit den Gläubigen. So ist es auch in der Mission. Wir bringen das Wort. Wir hoffen, dass wir die Weisheit dann auch kriegen. Das ist die persönliche Beziehung mit Gott. Aber die wirtschaftliche Sache, mit auch dorthin kommen.
Manchmal fehlt es dann, dass du noch gründlich mitgehalten wird, damit du nicht bloß einen Anfang gibst, sondern dass dort auch faire was kommt. Und dann sagst du, die Gunst bei Gott und bei Menschen, du sind die, erst diese Beziehung kriegt, Gott gefragt, dass die persönliche Beziehung du hast und dass auch die Beziehung mit den anderen Menschen du sich entwickelt hat. Ich möchte aufschließend ein Beispiel sagen, dass manchmal oder viele Male, ob es im Gefängnis oder wenn wir bei den Indianern, wir haben nicht von der Arbeit bei den Indianern geredet, aber ich möchte ein Beispiel vertellen. Im Departamento Concepción fangen wir dann einmal an mit der Indianerarbeit, von der Orante in Amambay und in Canin de Ju auch. Aber dann in Concepción wird wir dann von der, wo die Arbeit durchdeutet mit einer Stattung, eingeladen, wie wir einmal mit einem Typ da haben vor ein Tschetje wäre dran, ein Wort von den Verhältnissen der Indianer da wohnen deutet. Trudi in Edge, Trudi ist nun nicht hier, der ist auf Arbeit, aber der begleitet mich trotzdem. Dann wie wir da in der Versammlung, in das Programm soll kurz anfangen, dann kommen sie da ab mit einem nachgeräteten Kind. Das soll eigentlich zu Schöll gehen, um alle nur, aber das deut wahrscheinlich gleich. Das wir sie verwahrlöst, dass wir nicht rennen. Und das wird kränklich. Da wollen die Lied haben, wie sollen das Kind mitnehmen, nur her, das wollen sie dann alles schwind bereden, das sollen wir nur her mitnehmen im Doktor und dann sollen wir uns da wieder am Kämmerer. Ähnlich sind die Situationen, die Jeffi dort am Meier, aber wie besauern uns das Kind dann und nehmen ein bisschen Gemeinschaft ab mit dort, wie wisst ihr, welche Fußwort, wie du richtig zu sein sollen. Aber wie ist es so gries wie? Früher, wie die auf sich gleich Wutter hatte, ob sie nicht reinet Wutter hatte, um das Kind mal waschen. Und wie ihr dreht angemütlich, dass sie es dort auf die Schulter nehmen. Na, reinet Wutter hatte sie nicht, aber Wutter wie du? Na, auf sie würde was holen wollen. Na, so holte sie dort Wutter dann. Da wie eine Kamm mit Wutter sind gerieset. Puddelwutter wie dort. Na, früher, das Wort von Wutter, der ihr trinkt. Na, auch so ein Städt. Na, okay. Dann früher, ich die Frühe, wo das gebracht hat, auf sei das wohl anfangen zu waschen. Na, hier ist das dann. Und dann nehmen wir mit der Kind Gemeinschaft ab und fangen an zu früher. Wo die Mama wir wohnt, ist die Mama. Na, Tia, seht ihr dann bloß. Das wird die Tia, die da gebracht hat. Ah, und wo ist Mama? Dann erklärt die Tia dort, dass die Mama, die wir ab Arbeit, die wir in Almere weg, gar nicht nur in Tschentschitschi gekommen, die wir in Zwo ab Arbeit. So sie seht ihr. Dann der Papa, na, dein Papa kann das Kind nicht. Okay. Wir geben uns länger auf, nachher auch noch mit dem Kind. Ihr scheint das überhaupt nicht spielen, das sagt sie traurig aus. Aber mit einmal fängt das durch dich bei uns an, dann interessiert sich das auch für die andere Kinder mit für das Spielen. Wie stellt ihr vor, die Krankheit, die das Kind hat, das wird eine Beziehung sein mit den Eltern. Das wird Leib sein, wenn jemand sich wörtlich um das Kind kämmert. Das wird gar nicht Zeit, um Doktor zu fahren. Der Doktor, der heute anders als Doktor sein soll. Und das Kind, das ist mir in Erinnerung geblieben. Einmal war er, wir haben in unserem Land sehr warme Menschen. Und die sind nicht nicht damit geholfen, dass wir ihnen das sagen und was sie sind.
Det är sant, Mado, det är inte halp av andra beziehungen abgebytt var. Die Beziehung mit Jesus ist sehr wichtig. Aber die brücken Menschen, die sich am Ende kämmern. Die den Teil auf Jesu Christi sperren lassen. Das sind Gefängnisse, das ist bei den Indianern, das ist bei manchen. Das hilft man ganz hier, man ganz wird, hilft das auch alles. Aber ich möchte dort einmal so erwähnen. Jesus nimmt Tau. Wie sie hat eine Mutter, und er hat die Frau gestellt, wollt ihr das nicht, dass ich durch seine Mut, wo er das an meinen Fühler geht? Dankeschön für die Zeit. Dankeschön für Ihren Aufmerksamkeit zu Theorie, für die Musik. Dankeschön für Ihr Interesse. Und lasst uns diesen Teil hier mit dem Gebet aufschlitten. Gott, Vater, wir kommen am Ende von diesem Programm nochmals verdienen. Ohne Zeichen sei dir Dankeschön für die Möglichkeit, die wir heute von dir zu zeugen. Von dort, wo du das und wo du verhast. Wir bitten dich, Herr, dass du, die an den Menschen kämmerst, was abrechtig und vom ganzen Herzen die Siege, was dein Wut verkünden, was die Ehre bringen wollen, was die deine wollen, Herr. Sehende die Missionare auf dem Fleck, steuert den, sehende die Mitarbeiter. Sehende auch die, die sich bekehren, steuert den, und hat dass die können zunehmen an Weisheit und Gunst, dass wir uns in der Botschaft hier haben. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der von dir finanziell was beigetragen hat, um dort dein Recht auf diese Art und Weise wieder verkündigt werden kann. Bitte sehende dem, sehende die Person, schenke dir Friede über. Und danke, Herr, für das angeleitete Geld. Und wir beten Jesus, dass dort, wenn der, was er verwollte, dass er dort gereichen wird, dass ihn recht gebührt wurde. Und ich bete nur, Herr, dass alle Menschen, die hier von hier wegkommen, dass er die Sehne des, wir stellen dir und ja deinen Schutz und beten um deine Führung, um deine Leitung, um Kraft und Freiheit für diese kommende Welt. Und nur mit Jesus bete ich dir mit Danksagung. Amen. Das ist wieder eine Lotte hier. Dankeschön, Amos.